Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren, ja, meine Neuheiten. Oh ja, ich habe immer noch gar keinen Namen dafür. Nicht falsch verstehen, die habe ich seit längerem schon da liegen, die Spiele. Ich habe kam momentan noch nicht dazu, ein Spiel zu machen. Das war alles noch weit vor meinem Umzug. Ne? Nicht, wenn es dann heißt, hier, der gibt hier das ganze Geld hier aus und so. Das ist nicht der Fall. Die waren weit vor noch meinem Umzug, habe ich die das eine oder andere Spiel gekauft und das auch relativ günstig, weil wir wissen alle, neue Spiele heute, die kosten einfach immens Geld. Also wenn man gut ist bei neues PS4-Spiel oder so, 70 € höchstens. Ne? Und die meisten Spiele, also guten Spiele, halten sich dann auch noch relativ lange in über 30 € oder über 40 €. Deswegen, bei einigen wusste ich jetzt nicht, ob ich die schon mal gezeigt habe, deswegen habe ich die jetzt einfach nochmal mit rausgelegt. Und wenn ich die schon mal gezeigt haben sollte, dann habt ihr sie halt doppelt gesehen. Deswegen fangen wir einfach mal bei den Spielen an, wo ich mich einfach nicht sicher war. Ne? Und zwar Wario Roshi, wusste ich nicht mehr, es lag einfach mit draußen, ich weiß es nicht mehr. Aber ich denke mal, ich habe das schon mal gezeigt. Irgendwas hier drauf. Genauso wie YouTubers Live. Dieses Spiel hier wird auf, denke ich mir mal, auf jeden Fall ein nächstes Stream-Projekt. Weiß ich ebenfalls nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Und Crash Bandicoot Insane Trilogy müsste ich eigentlich auch schon gezeigt haben. Aber ich wollte eigentlich jetzt nachgucken, aber ich muss nachher noch arbeiten und daher habe ich dann gesagt, zeig's einfach mal und sag's ihm halt. Weiß ihm halt nicht, ob die schon gezeigt hast. So, was ihr aber auch schon gesehen habt, war auf jeden Fall das hier. Es kann auch sein, dass ich das auch schon mal gezeigt habe. Ich weiß es nicht. Deswegen, sorry für, wenn ich hier einige Spiele doppelt zeige, aber was soll's. Ne? Sofern, also hier, der Online-Modus ist hauptsächlich als Stream-Projekt drinne. Der Story-Modus wird hauptsächlich als Let's Play irgendwann mal kommen. Aber da sind wir noch lange entfernt. So, das Spiel habe ich mir hauptsächlich damals für einen Fünfer geholt. Einfach weil mich der Zombie-Modus so sehr interessiert, weil der einfach so 80er-Jahre-Style ist und es handelt sich um Call of Duty Infinite Warfare. Ne? Zukunftsscheiße. Waren ziemlich viele angepisst zu der Zeit, wo es rauskam. Aber zu der Zeit hatten die Leute die COD entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Activision war oder keine Ahnung. Die hatten ja da kurz danach oder kurz davor das Remaster zu Modern Warfare 1 rausgebracht. Ich denke mal so als Beschwichtigung, weil sie, ich denke mir mal, die haben mir halt gedacht, hier, oh, Zukunftsscheiße, das hat man ja schon ein paar Mal, deswegen, wir haben aber dieses Spiel schon so gut wie fertig, hauen wir einfach ein altes nochmal mit raus, dann werden die Leute schon ruhig sein. So, als nächstes, was auch relativ interessant war, vom Cover her und auch von der Spielmechanik, ich habe ein paar Spielstunden schon reingesetzt. Selbst auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad ist das immens schwer, das Spiel. Und zwar handelt es sich um Left Alive in der Day One Edition. Ne? Ich habe es ja auch schon mal einmal im Stream gezeigt. Und wenn man sich das Cover anguckt, könnte man glatt denken, es handelt sich um irgendeinen Metal Gear-Klon oder sowas. Ist es aber nicht. Ich kann nur sagen, hier, um vielleicht mal reinzuschauen, das könnte für den einen oder anderen vielleicht interessant sein. Andererseits, ich muss sagen, es ist ein reines Survival-Stealth-Spiel. Es geht jetzt nicht darum, nämlich andere Leute zu killen, darum. Aber man sollte eben halt dieses Spiel vielleicht mit Vorsicht genießen. Einfach aus dem Grund, weil es wahrscheinlich auch ein sehr spezielles Spiel ist. Es ist halt auch von Square Enix, wenn man hier sehen kann. Die Scheißfliege. Ich kann da immer nur raten, zu jedem, der mich irgendwie fragt, kannst du dieses Spiel empfehlen? Da würde ich immer sagen, am besten eine Let's Play angucken oder vielleicht mal in die Videothek gehen, sich das Spiel mal ausleihen und sich selber ein Bild machen, bevor man es kauft. Weil damit würdet ihr dann keinen Fehler machen und zu sagen, ja, das Spiel war eine totale Pleite. Ja, dass man dann halt sagt, hier, ja, ich habe jetzt so und so viel Geld aus dem Fenster rausgeschmissen, ein Spiel, was mir nicht gefällt. Bleibt zwar dann immer noch die Option, es wieder zu verkaufen, aber
lieber erstmal vorher informieren. Das konnte ich bei diesem Spiel hier nicht, weil ich zu der Zeit ja viel an Arbeiten war und ich habe es dann irgendwie wieder vergessen, wo ich es dann für günstig gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. So, jetzt kommen wir hier zu einem Spiel, wo ich nur den, also das hier ist der zweite Teil. Ich glaube, davon gibt es noch einen ersten Teil oder umgedreht, dass das hier der erste Teil ist und der andere der zweite. Da bin ich noch auf der Suche, aber sollte jetzt im Schnitt nur noch 10 € kosten oder so. Wenn ich das mal günstig sehe, dann nehme ich es auf jeden Fall mit. Und zwar handelt es sich um das Schwarze Auge, Nordland-Trilogie, Sternschwert. Es basiert auf diesem schwarzen Auge. Das hat irgendwas mit Pen and Paper zu tun. Habe auch nur kurz reingeguckt. Wäre auch eher ein Spiel für als Stream, denke ich mir mal, weil. Ich habe zwar ein Schwarzes Auge-Spiel, das ist für den PC. Das habe ich euch vermutlich schon mal irgendwann mal gezeigt. Ja, wie gesagt, gerade im Rollenspielbereich, wo ich sehr gewillt bin, mich sehr viel auszuprobieren, um einfach zu sehen, was mir passt oder was ich gut und was ich scheiße finde oder mich ganz einfach mal auszuleben, weil Rollenspiele sagen sie ja schon, man muss eben halt auch sehr viel krass an Zeit investieren. Das ist das gleiche wie MMORPGs, ne? Und bei Rollenspielen ist es wiederum so, dass ich da immer gespannt bin, wenn ich es spiele, auf diesen Skillbaum und so. Weil, ich sag mal, sowas wie Borderlands, wo ich nämlich da sehe, hier, das verbessert das, das verbessert das, aber du hast unzählige Möglichkeiten, dich auszubreiten. Deswegen hat mir Dragon Age Inquisition nicht so gut gefallen wie die Vorgänger. Weil ich meine, in Dragon Age 2 hattest du auch sehr viel Skills, die du lernen konntest. So passive als auch aktive. Das gleiche gilt für den ersten Teil, wo ich da sehr begeistert war. Ja? Und hier kann ich jetzt nichts dazu sagen, weil ich hab das jetzt noch nicht reingelegt. Kann ich nichts dazu sagen. Jetzt hier ein Spiel, was ich auch sehr günstig bekommen habe damals, Anfang des Jahres. Secret of Mana, das Remake von Square Enix selbstverständlich. Hab nur ein bisschen gespielt. Ich bin relativ begeistert, muss ich sagen. Aber ich habe jetzt noch nicht noch mehr Zeit investiert, weil ich meine hier gerade ein Spiel, was relativ alt ist, muss ich sagen, aber halt einen Nostalgiewert hat. Wo ich mir einfach denke, dafür hätte ich gerne ununterbrochen Zeit, um es zu spielen. Und zwar sowas wie Urlaub oder so etwas würde sich da sehr gut anbieten, da ich jetzt das Original nie gespielt habe. Als nächstes kommen wir zu, wo ich da auch sage, dass ich die PS2-Version nicht, vermutlich nicht, wo eher in die Spielekiste packe und irgendwann als Let's Play diese Version mache, und zwar Final Fantasy XII Zodiac Age. Das Zodiac Age besteht daraus, nämlich, dass halt damals in Japan, die hatten ein ganz anderes, man muss sehen, man steigt Level auf oder man tötet Gegner und man kriegt dafür Lizenzpunkte. Diese Lizenzpunkte muss man investieren in so eine Art Skillbaum, nenne ich es mal, und um bestimmte Ausrüstung oder Gegenstände zu verwenden. Zum Beispiel, man kann zum Beispiel, wenn man ein Lizenz von Weißmagie 1 nicht hat, kann man zum Beispiel kein Vita wirken, weil man die Lizenz nicht praktisch hat. Ja, in Japan war es so, da hatten die noch eine andere Möglichkeit, also die hatten halt einen ganz anderen Skillbaum, sage ich jetzt mal. Und zwar war das nämlich so, dass die eben halt auch den Beruf beziehungsweise die Klasse auswählen konnten. Ja. Das hatten wir hier in Deutschland nämlich nicht zu PS2-Zeiten, aber hier haben wir es mit drinne. Man kann es leider auch nicht ausschalten. Weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe auf jeden Fall gespielt. Ich habe auf jeden Fall, wenn man es ausschalten kann, ich habe es angelassen, um einfach mal die Erfahrung zu erleben. Das andere Geile ist auch noch, man kann nämlich, ja, man kann eben halt den Speed-Modus anschalten. Das ist auch bei Final Fantasy VIII Remastered, was vor kurzem rausgekommen ist, hat man halt die Möglichkeit, nämlich den Speed-Modus anzuschalten, um das ganze Spiel ein bisschen leichter und erträglicher zu machen, weil das Original hat sich sehr langsam angefühlt und ja, auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel. Muss man sich unbedingt mal anschauen, also ja. Als nächstes haben wir Dynasty Warrior 8 Extreme Legends in die Komplett-Edition. Das Originalspiel ist mit drin.
Ob ich das alleine machen werde oder nicht, weiß ich halt noch nicht. Also ich werde erst mal Dynasty Warrior 6 beenden, bevor ich irgendwas anderes. Dann habe ich gesagt, Samurai Warrior 2 Empire. Ich hoffe, die Leute sind noch da und haben mich noch abonniert, die ich dann einbauen werde. Wenn nicht, dann tut es mir leid, aber ich werde euch trotzdem einbauen, weil ihr euch da gemeldet habt. Danach mache ich Dynasty Warrior 7. Das geht jetzt aber nur für ein Projekt, ne? Nach GoldenEye, was ja auch demnächst jetzt beendet wird, ich denke immer mal am Wochenende werde ich es beenden. Dann mache ich Battlefield Bad Company 1 und 2. Weil ein Zuschauer hat sich nämlich bei mir gemeldet. Grüße gehen raus an dich. Eben Malia Creator. Ich habe jetzt seinen neuen Namen leider nicht im Kopf. Das steht auf jeden Fall fest. Und ich denke mal, Anfang nächste Woche werde ich genug vorbereitet haben von Bad Company, dass du eben halt, ja, trotzdem Spaß, obwohl du den ersten Teil nicht gespielt hast. Ne? Ich hoffe, du hast trotzdem Gefallen dran. Hier, wie gesagt, weiß ich halt noch nicht, wann. Die PS3-Version ist auf jeden Fall raus als Let's Play. Ich werde höchstens dann immer, wenn von alten Versionen, werde ich eben halt nochmal eine Spielekiste machen. So 10, 20 Minuten, das würde dann reichen. Um dann vielleicht die Grafik, damit ihr Leute halt vielleicht die Grafik dann bestaunen könnt hier. Sieht das überhaupt besser aus auf der jetzigen Konsolengeneration oder auf der alten und so, ne? So, als nächstes, wo ich auch sehr begeistert war, das habe ich um die Hälfte gekriegt. In meinem Laden meines Vertrauens. Es kostet immer noch sehr viel, 70, 60 Euro und ich habe es für die Hälfte gekriegt. Und ich muss auch sagen, neben Nio ist das hier aber auf jeden Fall ein sehr, sehr schweres Spiel. Da finde ich Dark Souls um einiges leichter. Und zwar handelt es sich um Sekiro Shadows Die Twice. Ja. Also ich bin begeistert, mal wieder so alte Tenchu-Elemente zu erleben. Vielleicht kommt irgendwann From Software auch wirklich mal drauf, ein neues Tenchu irgendwann mal wieder herauszubringen. Ja, Tenchu kennen wir, für die, die es nicht kennen, das ist ein zu PS, sogar auch zu PS1-Zeiten. Ich glaube, es war sogar indiziert, wenn ich mich nicht irre. Aber so jedenfalls zu PS2-Zeiten habe ich ja alle beide Teile gespielt. Tenchu Z habe ich auch eine Weile gespielt. War aber auch nicht so krass, muss ich sagen. Denn Tenchu hat immer von seiner Atmosphäre und auch von seiner Geschichte, die sehr, auch sehr Fantasy-like war, gelebt. Und ja, ich habe die erst, also für die PS1 habe ich nie gespielt. Ich habe die auch nie besessen. Obwohl ich da auch dahinter bin, irgendwie die mal ranzuholen, wenn ich die mal kriege. Aber es ist auch noch eine Frage der Zeit. Und ja, ein neues Tenchu würde ich mich auch sehr freuen von From Software. Die haben sich ja in den letzten Jahren auch sehr gemustert, muss man sagen. Und ja, wer es gespielt hat, ich finde, es ist auf jeden Fall sehr großartig. Als nächstes haben wir, was ich auch für 360 habe. Aber hier ist das vollkommen komplett anders. Aber ich werde die 360-Version irgendwann let's playen, weil ganz einfach dieses Spiel hier keine deutsche Sprachausgabe, aber das würde mich nicht stören, wenn man einen deutschen Untertitel hätte. Hat dieses Spiel aber leider nicht, aber ich konnte es eben halt für 4 Euro nicht liegen lassen. Und zwar handelt es sich um Bladestorm Nightmare. Der Nightmare, also mit dem Titel, das ist eigentlich nur für diesen Zusatzmodus, wo man dann halt auch mythologische Einheiten steuern kann. Zum Beispiel Drachen, Zyklopen sehe ich zum Beispiel. Ja. Aber sonst ist es eigentlich relativ gleich geblieben. Abgesehen davon, dass eben halt ich hab's ein bisschen gespielt und mir ist auch sofort, bis, abgesehen von der Grafik, aufgefallen, dass halt, wenn du Basen erobern willst, also bestimmte Basen, zum Beispiel Burgen, dass da eben halt noch so ein richtig krasser Boss irgendwie da ist und da habe ich immer noch nicht richtig rausgekriegt, wie ich den fertig mache. Aber ja, ich konnte es für 4 Euro einfach nicht liegen lassen. Ne? Also ziemlich geil. Wenn da, würde ich dann den Nightmare-Modus zocken. Als nächstes haben wir, was hat mir ein Kumpel zugeschickt? Und zwar handelt es sich um Red Dead Redemption 2. Ich hoffe, dass ich da ein paar Leute zusammenkriege, damit wir den Online-Modus irgendwann mal zocken können. Denn die Story interessiert mich jetzt erstmal null, muss ich ganz ehrlich sagen. Für die, die es gespielt haben, okay. Aber der Online-Modus ist erstmal für mich etwas interessanter, weil ich weiß nicht. Es hat ein bisschen was.
Also es wird auch viel gepatcht und so. Es hat auf jeden Fall mehr Charme als scheiß GTA 5. Sage ich so, wie es ist. Ich bin kein Fan von GTA 5, das wisst ihr ja momentan. So, als nächstes haben wir, da hat mich einfach die Box auch sehr hübsch angelächelt. Und zwar Shining Resonance Refrain in der Dronic Launch Edition. Da muss man sich nicht viel erwarten. Auch wieder ein Spiel, keine deutschen Untertitel, keinen deutschen Text. Also Sprachausgabe. Aber ich finde es eben halt geil, diese Box. Ne? Ich habe mir natürlich auch mehr ein bisschen erhofft. Aber naja. Komplett im Englisch. Ja, es handelt sich hier aber auch nur ein Port von einer PS3-Version. Also man muss nicht viel erwarten, aber ja, ist trotzdem schön. So, dann machen wir erstmal. Als nächstes, ich habe ja Dragon Age Inquisition erwähnt. Das konnte ich auch für 4 € nicht liegen lassen, weil es gab, glaube ich, nur ein DLC für die PS3 damals. Das habe ich mir aber nicht geholt, weil ich es mir nur vorhatte, für die PS4 irgendwann zu holen. Und ich werde mir da die DLCs irgendwann mal kaufen, um die ganz einfach mal zu spielen, weil ich kenne die DLCs dazu nicht. Ne? Und zwar handelt es sich um, ja, wie schon gesagt, Dragon Age Inquisition. Ich habe vor kurzem, wo ich mein Internet bekommen habe, den Patch endlich runtergeladen. Oder die drei Patches. Ja, ich hoffe, es lässt sich auf jeden Fall besser spielen jetzt. Aber abwarten. Da werde ich auch die PS2-Version irgendwann let's playen, weil bessere Grafik und so, ne? Und mit ein bisschen Hoffnung keine Soundaussetzer. Als nächstes haben wir, was ich auch demnächst vielleicht mal streamen werde, und zwar Naruto to Boruto Shinobi Strike. Habe auch schon ein bisschen Zeit investiert. Ich finde es großartig. Ne? Man muss auch nicht lange warten, wenn man halt eine. Bis jetzt habe ich nur Missionen gemacht. Ich habe jetzt bis jetzt noch gegen keinen anderen Spieler gespielt. Also ich kann mir da auch vorstellen, dass da. Also die ganz krass sind. Also die Leute. Also werde ich auf jeden Fall machen. Und wenn ihr Bock habt, das mit mir zu spielen, ruhig in die Kommentare schreiben. Ich bin da sehr offen. Weil ich habe das mit niemanden, also ich habe schon mit ein paar gespielt, diese Mission, die ich machen kann, aber ich habe jetzt noch nie gegen andere Spieler gespielt. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Als nächstes kommen wir zu den, ihr wisst ja noch, letztes Jahr mein Geburtstag. Und zwar hatte einer meiner Kumpels eben halt noch nicht diese finanzielle Lage, um mir irgendwas zu schenken. Es war ja ein, ich habe gleich zu ihm nämlich gemeint, hier muss mir eigentlich nichts schenken, ne? Die Anwesenheit alleine zu meinem Geburtstag hat mir gereicht. Aber er hat gemeint, nee, nee, wir holen das nach. Ja, es hat dann ungefähr ein Vierteljahr gedauert, was nicht schlimm war. Selbst wenn ich nichts gekriegt hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür nochmal großes Dankeschön, Alex. Und zwar haben wir hier Nummer 1. Das hat mir da, also das sind zwei Spiele, die mir der Alex zum Geburtstag praktisch gekauft hat. Ne, nachträglich. Und zwar haben wir einmal Spec Ops Stealth Patrol. In gutem Zustand. Da gibt es noch einige andere Teile, die ich mir noch irgendwann mal zulegen werde, wenn ich die für günstig finde. Und ja, ist halt auch ein typisches, ja, man läuft alleine rum. Nee, Quatsch, man hat einen computergesteuerten Partner, der einen irgendwie hilft. Man muss halt Missionen erfüllen und so. Und ja, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes. Ist jetzt auch kein teures Spiel, wenn man auf Rebuy zum Beispiel guckt, wenn das ein Angebot ist, 1 Euro. Ne? Muss man nicht unbedingt gespielt haben, sage ich jetzt mal, aber aus der Kindheit habe ich das damals aus der Videothek mal ausgeliehen und fand es relativ spaßig. Als nächstes haben wir Deus Ex Mankind Divided. Ich werde irgendwann den Vorgänger anfangen, Human Revolution, weil ich den schon bis zum Erbrechen gezockt habe und ich habe einfach Bock drauf, dieses Spiel wieder zu spielen. Und als Let's Play-Form selbstverständlich. Es wird dann auch ein relativ langes Let's Play, weil es ein Rollenspiel ist und so. Und hier ist es auch nicht anders. Ich habe hier auch schon ein bisschen Zeit investiert. Grafik, Bombe. Einfach Hammer. Ist auch nicht mehr so viel wert. 10 Euro. Neu. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Alex dafür bezahlt hat. Weiß ich jetzt nicht mehr. Mir fällt ein, ich habe da noch welche, die ich jetzt noch nicht geholt habe, hole ich gleich. Als nächstes haben wir COD Black Ops 4.
wo ich irgendwie einfach auch hoffe, dass irgendwann mal mein Bruder vielleicht eine PS4 bekommt und vielleicht mal das Spiel sich auch holt und dann werde ich vielleicht mit meinem Bruder mal zusammen zocken, wenn er Interesse hat. Ich hole jetzt nochmal die anderen. So, als nächstes haben wir Elex. Finde ich grandioses Spiel. Ist mal was anderes im Gegensatz zu Risen oder Gothic. Ich find's Hammer. Ich find's einfach Hammer. Ich find's geil. Ich weiß nicht, was die Community dazu so sagen hat. Habe ich auch kaum was mitgekriegt. Und so. Aber naja. Als nächstes haben wir Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ja, der Story-Modus war ernüchternd. Ich wusste ja, was passiert und wie es ausgeht. Aus dem Anime her. Und ja, ich fand es dann auch ein bisschen, ja, von einem Kampf in den nächsten. Und das fand ich dann relativ ermüdend. Da habe ich gesagt, hier komm, du hast Frühschicht, du ziehst das jetzt nach der Arbeit komplett durch, damit du es endlich fertig hast. So, als nächstes haben wir Tekken 7. Wird aber noch lange nicht kommen, denn ich möchte mindestens Tekken 6 gespielt und Tekken 5 zu Ende gebracht haben. Weil Tekken 3 ist nicht, muss nicht unbedingt auf die Schnelle sein, weil die Tekken-Teile für die PS1 haben nicht wirklich Relevanz für die Story. Ne? Bis auf eine Cutscene vielleicht, aber das war's dann auch schon. Als nächstes haben wir, wo ich so heiß auf den Nachfolger bin und ja, und ich hoffe, dass der Nachfolger sich nicht mehr lange im Preis hält, aber ich denke mal schon, weil damit ist auch noch viel geplant. Und zwar handelt es sich um Mortal Kombat 10. In der XL-Version, ich habe die zu alle DLCs dazu bekommen. Ja, hab's aber noch nicht durch, werde ich aber demnächst machen. Und dann zu guter Letzt Resident Evil 6 ist geplant mit dem Wesker. Und ja, nochmal zur Info, wenn ihr, wie gesagt, Battlefield Bad Company wurde von einem Zuschauer gewünscht, wo ich auch darauf eingegangen bin. Werde ich machen, sobald GoldenEye fertig ist. Es sind nur noch, lass es zwei, drei Missionen sein und dann ist das Let's Play beendet. Dann werde ich mich auf jeden Fall ranmachen, aber ich werde so viel wie möglich erstmal aufnehmen, weil ich will noch Dynasty Warrior 6 im Voraus aufnehmen und Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Spätestens am Montag, späten Nachmittag, denke ich mir mal, kannst du dann mit den ersten paar von Battlefield Bad Company rechnen. Ich sag's nochmal zur Info: Jeder auf meinem Kanal hat die Möglichkeit, wenn er auf mein Discord zum Beispiel draufkommt, weil es ist einfach besser, wenn ihr dann halt auf meinen Discord-Server kommt, weil habe ich mal ein Video gemacht, einfach mal suchen, mein Discord-Server steht oder so, habe ich den Titel gesagt. Einfach drauf gehen, wenn ihr irgendwelches Anliegen habt, zum Beispiel mach, du hast dieses Spiel in deiner Sammlung, könntest du das bitte machen? Wir können da lieben gern diskutieren, ob das möglich wäre oder ob ich will oder nicht. Können wir gerne machen, weil ich bin immer bereit, auf eure Wünsche einzugehen. Ne? Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe mich über deinen Kommentar gefreut, dass du halt gesagt hast, hier, mach doch mal bitte Bad Company. Kein Problem, habe ich hier geschrieben, mache ich. Ne? Kein Ding. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, in dieser Form denke ich mir mal, wird dann, wenn dann am Ende des Jahres wieder so ein Video kommen. Weil ich will mich erstmal auf die gesamten Projekte weiterhin konzentrieren und vielleicht noch ein bisschen mehr streamen. Aber ich muss halt versuchen, immer das so in Waage zu halten, je nachdem. Ne? Da bedanke ich mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part oder in anderen Videos wieder dabei. Also haut rein und ciao.